This is beautiful. Even when it isn't in my limits, make me stronger when I choose to fight against them no longer. Ubisoft. Verbindungsaufbau zu Cassius Storm. Spiel starten. Hallöchen, liebe Freunde, und damit seid mir herzlich willkommen zu einem angetesten, und zwar wie hier diesmal Tom Clancy The Division Beta, da ja quasi das Wochenende jetzt hier die Beta ist. Und am 8. März 2016 die Vollversion dieses Spiel kommt. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel ist. Viele Leute hypen dieses Spiel ja so dermaßen, also sind ja so dermaßen begeistert von diesem Spiel. Ich bin bei Shooter-Games immer so ein bisschen skeptisch, weil, ich weiß nicht, viele Leute, die mich erkennen, wissen, dass ich ja nicht so ganz auf Shooter-Spiele immer so stehe, weil es für mich immer nur so, ja, ohne jetzt jemanden nahe zu treten, sinnloses Geballer ist. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren und wollte jetzt einfach mal diese Beta mal testen. Und ich bin sowieso so ein Typ, der mir seine eigene, dass ich seine eigene Meinung von einem Spiel sich bilden möchte. Und ja, dementsprechend starten wir jetzt hier einfach mal. So, Sprache Deutsch ist klar, Einstellung, Sprache Texte, Sprache Untertitel lassen wir auch an, Untertitel anzeigen. Ja. Helligkeit Einstellungen könnten wir so übernehmen, das lassen wir mal. Hi everyone, I'm Hamish Bowden, one of your community developers on Tom Clancy's The Division. Today you're going to find yourself in New York, where a weaponized virus has been released during the crush of Black Friday sales. But before your journey begins, here are a few tips to help you survive and enjoy this experience. Our game is a cover-based shooter, which means you're an easy target if you stay out in the open. Move from cover to cover by pressing X and protect yourself during combat. Your character can equip up to 3 weapons, a primary, a secondary, as well as a sidearm. Double tap triangle if you want to switch to your handgun, and press triangle if you want to grab your secondary weapon. Mm-hmm. Our game is an RPG, and as such, skills will make all the difference in combat. Your character can equip up to 2 skills, and you can switch them out whenever you feel like changing playstyle. To equip your skills, open the main menu, go into the abilities section, and press X to assign your skills to L1 and R1. Das ist ja geil. Uns wird hier gerade mit einem Tutorial alles so ein bisschen erklärt. Finde ich gut, dass sie so in einer Demo sowas mit eingearbeitet haben. You can grab a grenade by tapping left on the D-pad. Once you've set its trajectory, press the right trigger to throw it and wait for the blast. Okay, so wirft man also eine Granate. If you're running low on health, you can use medkits to get a quick health boost before going back into the fight. To use your medkit, press right on your D-pad. Okay, und so heilt man sich. The world map is an augmented reality tool that you can use to explore our open world. You can open it at any time by pressing the touchpad on your controller. Whether it's a main mission, a side mission, or just to explore, you can select your next objective by pressing X to set a waypoint and decide how to get there. This is under siege from whatever criminals have taken over Madison Square Garden. We don't... Okay, Agent, now you know the basics to stay alive, but remember, if you want to gear up with some of the best loot in the game, you'll want to venture into the Dark Zone. Be careful out there and good luck. Good luck. Viel Glück. Ja, danke, das werden wir haben. Hoffe ich doch. Wow. Wir können uns jetzt hier quasi auch einen Charakter schon wieder aus... wow. Wir können uns jetzt hier einen Charakter machen. Männlich. Kopf. Bisschen zur Seite neigen. Ja, der Bart sieht ein bisschen aus wie meiner. Wir können hier auch auf zufällig drücken, aber machen wir, glaube ich, nicht.
Warte mal, Agent. Einfach. Okay, zufällig können wir hier drücken. Da werden uns ein paar zur Verfügung gestellt. Ich denke mir mal, später können wir uns unseren Charakter natürlich in der Vollversion selbst erstellen. Was ja da oben ja alles bis jetzt noch zu ist. So, wir können es hier ein bisschen deiner sein, ein bisschen aus wie Bezos. Schöne Grüße an der Stelle. Ja. Okay, wir nehmen einfach mal diese Gestalt hier. Nehmen wir jetzt einfach mal. Können wir den jetzt einfach wählen? Aktiver Agent? Ja. Autorisiere Agent. Okay. Jetzt bin ich mal... Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten das gleich auf der rechten Seite sehen. Division Beta. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. KTF-68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, KTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Okay, die sieht schon ganz schön raffiniert aus. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Ja, Mann. Danke. Wir werden es brauchen. So, und damit natürlich herzlich willkommen zu Tom Clancy's Division, Version 1.1 Beta. Der Quartiermeister ist Ihr Mann. Sie finden ihn direkt am Tor. Ich brauche eine Trage hier am Dock. Okay, Belohnung erhalten als Dankeschön für Ihre Beteiligung an der Division Community. Ja, finden Sie neue Objekte beim Belohnungshändler. Oh, das hört sich ja schon mal gut an. Wir haben links oben unseren Kompass, der uns natürlich anzeigt, wie weit wir entfernt sind, auch von unserem Ziel. Oh, hier rennen schon zwei Leute mit der... Wollen wir uns mal kurz zuschauen. Sieht auch eigentlich schon sehr richtig cool detailliert aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie hat auch ganz schön gelitten. Ich denke mal, ein glatter Durchschuss durchs Auge irgendwie. So. Links unten haben wir Fertigkeiten nicht zugewiesen. 01. Okay. Ist ein Hinweis für uns. Wir haben jetzt neben unserem Charakter parallel unsere HP-Anzeige. Natürlich auch unsere Gesundheitsanzeige. Finde ich auch sehr gut eigentlich. In dem Sinne. Also, ich muss sagen, für... dem ersten Eindruck, jetzt sage ich mal so vom Charakter her, dass man den so sehen kann, nicht schlecht, nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und können wir jetzt hier irgendwas, also ich drücke gerade nämlich mal so ein bisschen die Tasten hier so bei mir durch. Ah, okay. Wir haben jetzt hier unseren Steuerkreuz, wenn wir den Steuerkreuz nach links drücken, können wir hier quasi jetzt auswählen zwischen unsere
Munition, Explosivgeschosse, Chance auf Flächenschaden. Was haben wir hier noch Schönes? Narkokonserven, also was zu futtern? Heilungskraft? Ja, Statuseffekte. Okay, Wasser, Schaden erlittener Gegner, plus 20%. Was haben wir hier noch so Schönes? Mineralwasser, plus 30%. Reduziert eine Fertigkeiten-Cooldown-Zeit. Super. Brandgeschoss, Chance, Ziel im Brand zu setzen. Okay. Haben wir noch was? Ah, wenn wir die Falltaste nach unten bewegen, haben wir hier verschiedene Befehlsgrüßungen, also Befehle, die wir aktivieren können, um halt denjenigen zu grüßen. Kapitulieren, grüßen haben wir hier, winken haben wir hier, Hampelmann haben wir hier auch, applaudieren und ja, schon mal sehr cool. Und der linke Pfeiltaste auf den Steuerkreuz sind natürlich die Granaten. Ja, darf ja eigentlich auch quasi nicht fehlen hier, ne, in dem Spiel. So, wir werden uns jetzt hier mal ein bisschen fortbewegen, denn wir wollen ja auch mal ein bisschen was sehen hier von diesem Spiel. Können wir eigentlich auch mit den Leuten hier quatschen? Ich kapier's nicht. Rücken wir ab, oder was? Wer trägt hier eigentlich noch die Verantwortung? Ja, das möchte ich auch gerne mal wissen. Ich tue nur, was die sagen. Und ich will verdammt nochmal weg von hier. Und genau das ist das beschissene Problem. Das ist das beschissene Problem, was er hat. Okay, das ist, sieht schon mal sehr cool hier eigentlich soweit eigentlich aus. Also für eine Beta, muss ich sagen, gefällt mir die Optik von der Grafik her schon mal sehr gut. Ach, wie geil. Das Schiff da im Wasser eingefroren. Auch nicht schlecht. So. Wir werden jetzt aber trotzdem mal diesem Weg folgen. Können wir hier eigentlich auch schneller laufen? Wir müssen hier durch, Freundchen. Ach, wir müssen hier durch? Okay, gut. Dann gehen wir hier mal durch. Das scheint nämlich unser Basislager hier zu sein, auch Quarantänelager. Weißt du, ich verstehe, warum wir dieses Zeug tragen müssen. Aber mal ehrlich, man fühlt sich wie in Pappmaché. Man kann nichts machen. Ist total hilflos. Tja, gewöhn dich am besten dran, ne? Weiter. Ich benade Sie nicht darum, in das Chaos zurückzukehren. Ich bleibe keine Sekunde länger da draußen als nötig. Viel okay. Sie müssen ja auch nicht länger draußen bleiben als nötig. Verlangt ja keiner von Ihnen. Es sei denn, Sie kriegen den Befehl. Oh, und hier sind Opfer. Hier ist eine Opfertafel, eine Opfermauer. An die Gedenken der Gefallenen. Ist auch nämlich, ist auch nicht schlecht, dass Sie da dran gedacht haben. Okay, gut. Aber wir müssen trotz alledem immer noch zu unserem Ziel. Und ich frage mich gerade, wie ich hier schneller laufen kann. Links können wir hier was bestimmt kaufen, oder? Handeln die jetzt hier mit PCs? Ich guck mal. Oh, du siehst müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran, Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich habe diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werde dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Okay, danke. Das ist sehr nett, sehr nett. So, trotzdem werden wir jetzt erstmal hier lang marschieren. Ach, man muss hier ganz schön weit laufen bis zu unserem Ziel. Operationsbasis einrichten. Okay, das ist unser Ziel. Wo wir eigentlich hin müssen. Oh, wir müssen jetzt hier durch einen weiteren Dings hier laufen. Drücke Option und begeben Sie sich zum Fenster Fertigkeiten, um eine Fertigkeit anzulegen. Okay, wir gucken mal. Ich drücke mal. So. Fertigkeit, müssen wir hier bestimmt drauf gehen. So, Fertigkeit verfügbar. Ihnen stehen jetzt Fertigkeiten zur Verfügung. Fertigkeiten erweitern Ihre Werkzeugkasten und weitere taktische Optionen. Ein Fertigkeit anlegen, drücke mit der X-Taste, ein Fertigkeit ersetzen mit R1. Okay. So. Und habe ich jetzt angelegt. Ja, scheint wohl so, dass ich jetzt, ja, ich habe jetzt eine Fertigkeit angelegt. Super.
Ah, okay. Haben wir auch Autovisier? Okay, wir haben kein Autovisier, denke ich mal. Oder Autonehmen, wie man das auch so schön nennt. Okay, Schießen ist natürlich hier oben auf R2. Und Visieren haben wir auf L2. Denn wir spielen hier auf dem, auf der Konsole, auf der PS4. Okay, mit Viereck haben wir, mit Viereck haben wir nachladen. Ach, hier können wir Waffe wechseln. Mit Dreieck. Okay. Ich muss hier immer noch lang. Ich befinde mich nicht in einem sicheren... Keine Bedrohung gefunden. Okay, das ist sozusagen ein Radar, was wir hier gerade haben, der für uns hier Gegner aufspüren kann. Entdeckte Shilsea, weil ich das richtig ausgesprochen habe. Wow, wer ist das? So können wir natürlich auch kritische Trefferchancen. Okay. Vielleicht habe ich welche, vielleicht auch nicht. Hallo. Jetzt sei kein Arschloch. Ich habe sie gesehen. Erste Hilfe. Ah, komm. Sie sind ein Grund, nicht aufzugeben. Danke, danke. Einfache Tragetasche, alles nehmen. Oh. Habe ich was eingesammelt. Sie haben ein neues Kleidungsstück in Ihrem Inventar. Drücke Option und öffnen Sie. Okay, das machen wir jetzt mal. Inventar. So. Und jetzt können wir hier neue Kleidung anlegen. Rüstung 4. Ist das hier richtig? Stufe 3. Anlegen können wir noch nicht. Ist das überhaupt richtig? Charakter? Hier haben wir Charakter, Statuswerte. Okay. Tasche. Einfache Tragetasche. Einfaches... Okay. Ja, okay. Sieht jetzt nicht gerade so berauschend aus. Noch nicht. Also lassen wir das Ganze. Und wie meinst du, soll uns das genau helfen? Stufe 3 bis 5 Gebiet ist... Ah, was ist los, Kollege? Schon gut. Ich mach keinen Ärger. Hier ist alles sehr weihnachtlich geschmückt. Können wir uns auch nochmal hier kurz umschauen, umschwenken hier. Was? 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 Boah, wow. Der hat aber ganz schön den Rückstoß, die Knarre. Boah. Wow. Oh, Gott sei Dank, ich bin jetzt erstmal in Deckung. Boah, wow. ich kann nicht zielen. So viel zum Thema, ich bin kein Shooter. Alter Schwede. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. So, erstmal hier hinten in Deckung gehen. Puh. Wo ist er? Ist er tot? Irgendjemand hat ihn erledigt? Oder hat sich selbst in die Luft gesprengt, der Sack? Ja, so geht's natürlich auch. Ja, tut mir leid, aber ich bin... Ach, man kann hier auch auf Autos klettern. Ich
bin nicht so wirklich gut, was Shooter betrifft. Also hab da ein bisschen Verständnis für, dass ich hier den Gegner jetzt länger gebraucht habe, ihn zu killen. Das ist leider nun mal so. Kann man nichts machen, aber wir müssen hier immer noch zu unserem Ziel. Ich trau dem Weg hier nicht. Kritische Trefferchancen. Ich glaube, ich gehe mal von der Straße runter. Ich habe irgendwie so einen leisen Verdacht, dass wir gleich wieder auf irgendwelche Gegner treffen werden. Für ein paar coole Sachen lohnt es sich. Bitte was? Scheiße. Für was für coole Sachen? Ah, Kollege. Mach dem Elend ein Ende! Alter! Na, komm her, ja. Ich habe ihn erwischt. Okay, mit der Knarre kann ich schon mal ein bisschen besser schießen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber es war so. Da hinten sind doch noch welche. Ich sehe das doch. Na? Oh. Da geht's ganz schön ab. Beschuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Plünderer haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Weiter so! Also... Für Dichten ist diese Waffe sehr gut. Ich muss jetzt aber mal gucken, wie war das nochmal, das Waffenwechsel. So geht's auch. Erledigt. Sehr gut. Da haben wir sie doch platt gemacht, Leute. Da haben wir sie einfach platt gemacht. Da kommen noch mehr. Oh. Waffe mehr. Ich habe keine Waffe, sei schon keine Munition gerade. Keine Gegner mehr entdeckt. So. Haben's geschafft, oder was? Kopfschuss zweimal. Okay. Was hat er hier Schönes für mich? Alles nehmen. Oh, gut. So. Mit 4 können wir alles nehmen. Was hier noch schön ist. Dieser verdammte Mob ist überall. Ja. So ist es halt. Dass sie aufgetaucht sind. Können wir den auch... Wer bist du? Erste Hilfe. Ah. Bitteschön. Ja, bitte, bitte. Softshell-Jacke. Oder was stand da eben gerade?
Okay, wir müssen immer noch zu unserem Ziel irgendwie dahin. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Es gibt keine... Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Na, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Punkt? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Achtung, Umschlag auf lokale GTF-Frequenzen. Einheit 43, Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Wow! Shit! Das ist eure Chance. Von wo? Von wo? Keine Munition. Oder besser gesagt Nachladen. Ah, immer zum falschen Zeitpunkt. So erwischt. Nachladen. Ich muss mir das angewöhnen, wenn ich geschossen habe, gleich nachzuladen. Alter. Boah. Was ein Rückschlag. Der ist auch tot. Den haben wir erledigt. Auf jeden Fall geht es schon mal echt gut ab. Für einen Shooter, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt so eine... Ist das New York? Ist das New York? Kommt das hin? Apokalyptische Welt? Auf jeden Fall macht das schon mal Spaß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh shit. Okay, mit diesem Rückstoß muss man natürlich klarkommen. So, wo ist er? Wo ist der andere? Ach, da ist er. Was kommt? Zeig dich. Okay. Shit. Der ist tot? Alter. Raus aus dem Qualm. Mein offizieller Bericht. Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Ach, jetzt bin ich angekommen. Ich bin endlich angekommen dahin, wo ich hin wollte. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Sehr gut. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie...
Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Okay, ohne ihn bleiben die Lichter aus. Also müssen wir den... Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Okay, neuer Einsatz. Jeder Flügel untersuchen. Das ist jetzt die nächste Aufgabe, die wir hier machen müssen, die auch markiert ist bei uns auf der Karte. Und wir können hier ja, weitere Einsätze uns rufen. Und wir sind jetzt hier erstmal hier angekommen. Ich denke mal, das ist hier unser Basislager jetzt. Von wo wir aus interagieren werden. Gehe ich mal von aus. Kann mich natürlich auch irren. Könnt mich gerne berichtigen, wenn ich mich da an dieser Stelle täuschen sollte. Aber liebe Freunde, ich habe jetzt das Spiel getestet. So, ich weiß, man kann hier jetzt in der Beta hier noch mehr spielen. Ich werde jetzt aber die Aufnahme hier beenden an der Stelle und hoffe, ja, ihr hattet so einen Einblick von dem Spiel bekommen gehabt, auch wenn ihr das vielleicht noch nicht getestet haben solltet, die Beta, und es bei mir hier gesehen haben solltet. Ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Schreibt mir auch in die Kommentare euer Eindruck von dieser Beta oder jetzigen Beta momentan. Wie gesagt, das Spiel kommt am 8. März. Die Vollversion auf den Markt. Und ich denke mir mal, da werden sich bestimmt einige Leute drauf stürzen. Es hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Mein Eindruck, mein Fazit zu dieser Beta jetzt, es hat mir Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ob ich mir das natürlich jetzt für 60 Euro kaufen werde, ich glaube, das kostet nämlich nachher roundabout 60 Euro, weiß ich jetzt dementsprechend nicht. Könnte durchaus möglich sein, aber ich denke mir mal, das ist ein Spiel, was man gerne mit anderen Leuten spielt, und das kommt dann quasi drauf an, welche Kollegen von mir dieses Spiel jetzt sich kaufen werden. Und ich denke mir mal, davon entscheide ich dann anhand, ob ich mir das Spiel selbst zulegen werde. Ja, also ich finde es nett. Man kann es spielen. Und bin gespannt, ob man da mit diesem Spiel auch irgendwie so ein langfristiges Spielspaßerlebnis hat. Und ja, ansonsten fand ich das schon mal für den ersten Eindruck, wenn man bedenkt, dass es auch eine Beta ist, sehr cool. Also, der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Ich kam jetzt mit der Steuerung auch sehr gut zurecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man bedenkt, dass man ja kein Shooter-Spieler ist, also für einen Einsteiger, der kein Shooter-Spieler ist, kam ich jetzt mit der Steuerung sehr gut zurecht. Die Waffe hatte einen richtigen derben Rückstoß. Auch selbst das hat mir jetzt keine Probleme großartig bereitet. Ich ein klein bisschen Gefühl mit den Analog habe ich auch selbst ich das hinbekommen. Und ja, ich denke mal, auf dem PC mit Maus und Tastatur wird es natürlich dementsprechend noch krasser sein, denke ich mir mal. Aber ich habe es jetzt einfach mal für die PS4 getestet. Und ja, mein Fazit, ich finde es nice. Ich werde es mir eventuell kaufen. Und bedanke mich natürlich, dass ihr so lange ausgehakt habt und hierbei zugeschaut habt. Und sage ciao, bis zum nächsten Mal.